Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Indexsektion der Formationstrader. Heute ist Dienstag, der 2. Oktober 2018, und Trader, Mann, letztes Quartal. Eigentlich wollen wir darüber sprechen, dass der DAX stark ist, dass er steigt. Und doch muss man sagen, am Wochenende haben wir aus mittelfristiger Sicht auf den DAX geschaut. Wenn ihr sagt, mich interessiert, was mittelfristig wahrscheinlicher ist, das haben wir ganz ausführlich miteinander besprochen. Hier oben rechts in der Infobox draufklicken, sich das anschauen. Was jetzt gerade der DAX macht, ist bullische Bewegung an eine ehemalige Unterstützungslinie. Jetzt ist es Widerstand, und da konsolidiert der DAX und überlegt sich, schaffe ich es denn hier, diese Widerstandslinie rauszunehmen oder nicht? Und scheitert am Ende. Und scheitert am Ende, muss man sagen, zumindest stand jetzt an der italienischen Regierung und an dessen Haushalt. Und dieser Ausverkauf an die 20-Tage-Linie zeigt dann nochmal einmal Stärke. Und die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, okay, ist das eine Art Bullenflagge oder ist das gescheitert? Testet das nochmal von unten ran, und jetzt hat er eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass er dann an dieser Widerstandszone scheitern wird. Aufgrund der Tatsache, dass wir heute Morgen wieder mit einer offenen Lücke nach unten im Bereich von 12.260 eröffnen, sehe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX nochmal hier an diese Linie Unterstützung fällt durch. Das wäre jetzt wieder eine potenzielle Unterstützung im Bereich von 12.120 zurücklaufen möchte. Das hieße, alles, was der DAX von der 12.250 nochmals hoch machte in Richtung 12.300, aus meiner Sicht eher Widerstand und eher eine größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 12.120. Das sind aber alles Setups in ganz klitschko kleinen Zeiteinheiten. Also zum Beispiel, ich kann es nicht traden. Ich kann Ihnen sagen, ich gehe gleich zum Zahnarzt. So. In dem Falle kann man sagen, dumm gelaufen ist auch gelaufen. Und wenn Sie zum Beispiel beruflich tätig sind, dann, also um es mal mit den Bayern zu sagen, das finde ich ja ganz großartig. In Bayern gibt es die doppelte Verneinung. Also Discord-Trader für ein Berufstätiger nicht. Entschuldigung, ich entschuldige mich bei allen Bayern für mein schlechtes Bayerisch. Also, das ist kein Trade für Berufstätige nicht. Aus meiner Sicht. Wenn Sie sagen, ja, ich bin aber berufstätig, dann würde ich persönlich mich da jetzt nicht in solche Trades hineinverwickeln, sondern ich würde eher aus größere Formation auf richtige Trends warten. Und Sie sagen, richtige Trends, wie sieht es beim DAX aus? Nochmal der Hinweis hier oben rechts, unsere Ausgabe vom Wochenende zum mittelfristigen Bild zum DAX, sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Plus, was übrigens Italien-Krise mögliche angeht, der Euro leidet gerade darunter. Auch da haben wir eine brandaktuelle Ausgabe für euch. Ebenfalls hier oben rechts in der Ausgabe, in der Infobox, auch am Ende dieses Videos. Seid ihr herzlich eingeladen, euch das anzuschauen. Und ansonsten, Mann, ich wünsche euch und Ihnen einen richtig schönen Tag.